Euromax Highlights. Höhepunkte der Woche. Im Studio Linda Bethke. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Vom Politiker bis zum Poltergeist haben wir heute einiges für Sie im Programm. Deutsche Wurzeln. Was den US-Milliardär Donald Trump mit dem deutschen Ort Kaltstadt verbindet. Venezianischer Engelsflug. Was den Karneval in der Lagunenstadt sehenswert macht. Und englisches Geisterschloss, warum ein Besuch in Chillingham Castle einen das Fürchten lehrt. Er möchte so gerne ins Weiße Haus einziehen, doch damit ist der Republikaner Donald Trump nicht allein. Die Vorwahlen in den USA laufen auf Hochtouren. Was viele nicht wissen, der 69-Jährige hat deutsche Wurzeln. Seine Großeltern stammen ursprünglich aus Kaltstadt in der Pfalz, rund 100 Kilometer von Frankfurt am Main entfernt. Unterhaltsame Einblicke gibt der Dokumentarfilm Kings of Kaltstadt von der Regisseurin Simone Wendel. Kaltstadt in Rheinland-Pfalz. Eigentlich ein Ort wie jeder andere an der deutschen Weinstraße. Hätte nicht er hier seine Wurzeln? Donald Trump, New Yorker Immobilien-Tycoon und möglicher Kandidat für die US-Präsidentenwahl. Kaltstadt müsste ein Heimspiel sein für Trump. Doch seine polternden Wahlkampfauftritte haben auch so manchen Pfälzer verschreckt. Ich halte von ihm persönlich nicht sehr viel, da ich mir glaube, dass er mehr egoistisch für sich denkt, als für die Menschen, die er vertreten soll. Der ist schon ein bisschen sehr raffiniert, aber auch sehr polarisierend und das stört mich. Ins Rollen gebracht hat die Geschichte von Trumps deutschen Wurzeln der Dokumentarfilm Kings of Kaltstadt. Regisseurin Simone Wendel wuchs nur wenige hundert Meter von diesem Haus auf, dem Kaltstadter Stammhaus der Trumps. Hier lebte bis 1885 Donald Trumps Großvater. Mein Großvater Frederick Trump kam 1885 in die Vereinigten Staaten. Er kam also aus Deutschland und ich habe darum diese großartigen deutschen Wurzeln. Ich bin sehr stolz darauf, auch wenn wir die USA natürlich noch mehr lieben. Aber wisst ihr was? Ich liebe auch Kaltstadt. Auch wenn einige in Kaltstadt gerade mit Trump fremdeln, grundsätzlich überwiegt der Stolz, dass es einer von ihnen in Amerika so weit gebracht hat. Was die Kaltstädter respektieren von Grund auf ist Leistung. Die sind auch ein sehr tüchtiges Volk und umtriebig und machen immer was. Und insofern haben sie auch, glaube ich, einfach von dieser Leistung, es wandert jemand aus und er hat es weit gebracht, um das neutral zu formulieren, haben sie Respekt. Aber wie viel Trump steckt heute noch in Kaltstadt? Simone Wendel hat sich auf die Suche begeben und Verwandte von Donald Trump vor die Kamera geholt. Das ist Fritz, der Dorfjäger. Er ist der Großcousin von Donald Trump. Und damit bereits sein nächster Verwandter in Kaltstadt. So manch Trumpscher Familienstammbaum ist über die Generationen etwas unübersichtlich geraten. Donald, sein Großvater, der Auswanderer. Und unsere Großmutter waren Geschwister. Großmutter meiner Mutter. Und dann, das war die Urgroßmutter, dann ist die Urgroßmutter. Dann ist ihre Urgroßmutter die Mutter vom Auswanderer. Kann sein. Trump ist nicht das einzige ökonomische Schwergewicht mit Wurzeln in Kaltstadt. Auch der Vater von Henry John Heinz, dem Gründer von Heinz Ketchup, stammt von hier. Ich bin ja schon losgezogen, weil ich dachte, es kann kein Zufall sein, dass die aus diesem Ort kommen. Und das glaube ich nach wie vor, dass es hier eine Art soziale Mikrokultur gibt. Offen, mit einem starken Gespür für Gemeinschaft, auch sehr hilfsbereit. Ich glaube, wenn man mit einer gewissen Offenheit auch in die Welt rausgeht und keine Scheu vor Dingen hat, dann hilft es einem schon sehr. Aber was bedeutet Kaltstadt für Donald Trump? Um das herauszufinden, reist Simone Wendel in die USA. Im Gepäck ein Kuchen und ein Foto des Trump-Hauses. Wow, that's beautiful. Still exists. Yeah. Do you feel any Kaltstadt values in yourself? Well, the people in Kaltstadt are very reliable, strong people. And I feel that about myself. 5 Jahre hat Simone Wendel an Kings of Kaltstadt gearbeitet. Trumps Wunsch, ins Weiße Haus einzuziehen, hat das Interesse an ihrem Film noch einmal befeuert. Was aber wird aus Kaltstadt, sollte sich Trump mit seinen politischen Ambitionen durchsetzen? Sollte Donald Trump Präsident werden, hat es für Kaltstadt bestimmt die Auswirkung, dass mehr Presse hier ist? Aber ich gehe jetzt schwer davon aus, dass die Kaltstädter nicht wirklich viel an ihrem Leben ändern werden und dass sie jetzt keine Trump-Towers nachbauen und auch keine Schilder aufstellen, sondern dass alles irgendwie so bleibt, wie es ist.
Einige Kaltstädter sind jedenfalls jetzt schon genervt von so viel Aufmerksamkeit und hoffen insgeheim, Trump möge bitte nicht Präsident werden. Es wird sich zeigen. Im Zuge der aktuellen Flüchtlingssituation stellen sich viele Fragen wie: Wer sind diese Menschen eigentlich, die zu uns nach Deutschland kommen? Wo kommen die genau her und was macht sie aus? Firas al-Shatta ist einer von ihnen, doch der Syrer hat den Spieß jetzt umgedreht. Er geht nämlich Fragen nach wie: Wer sind eigentlich diese Deutschen, bei denen wir gelandet sind? Wie ticken die denn genau? Der Filmemacher ist Flüchtling, Aktivist und jetzt auch YouTube-Star. Sein erstes Video ist ein absoluter Hit im Internet. Hallo Leute und herzlich willkommen in mein erstes Video für euch. Mein Name ist Firas al-Shatta. Ich wohne hier in Berlin seit 2,5 Jahren und ich komme aus Syrien. Firas al-Shatta als humorvoller Integrationshelfer. Der Flüchtling aus Syrien stellt in der Web-Videoserie Zucker die Deutschen aus seinem Blickwinkel vor. Ist einfach für alle Leute, die in Deutschland sind. Egal ob die Deutsche, Flüchtlinge, Ausländer, alle, die interessieren sich dafür, dann können unsere Videos gucken und lachen. Für das Video hat der 24-Jährige ein Experiment gemacht. Mit verbundenen Augen stellte er sich auf den Berliner Alexanderplatz. Neben ihm ein Schild: Ich bin Flüchtling, vertraust du mir? Dann hat er auf Umarmungen gewartet. Und gewartet. Man braucht gefühlt, dass die Deutschen etwas mit den Flüchtlingen zu tun haben wollen und dass die einfach ihm vertrauen wollen. Und wenn jemand kommt, ja, das ist auch, das ist gutes Gefühl, denn so, dass jemand ist, hat mich auch vertraut. Firas al-Shatta lebt seit 2013 in Berlin. In Syrien organisierte der Filmemacher Demonstrationen gegen Präsident Assad, wurde dafür nach eigenen Angaben eingesperrt und gefoltert. Auch nach seiner Freilassung dokumentierte er das Geschehen im Land mit der Kamera. Über ein Filmprojekt kam er nach Deutschland und beantragte Asyl. Wie viele hatte er Anlaufschwierigkeiten? Erster Tag, als ich hierher gekommen bin, war eigentlich Karneval die Kultur. Und da war für mich Überraschung. Oh mein Gott, was ist das, Karneval? Ich habe doch niemals sowas in meinem Leben gesehen. Leute betrunken überall, ziemlich nackt und sowas. Und das war für mich neu. Habe ich Zeit gedauert, bis ich das akzeptiere, wo ich bin. Mittlerweile fühlt er sich in Deutschland wohl. Und seine lockere Herangehensweise an das Thema Integration kommt an. In den sozialen Netzwerken soll sein Video schon mehr als 2 Millionen Mal aufgerufen worden sein. Und das, obwohl Firas al-Shatta es zuerst nur auf seine private Facebook-Seite gestellt hatte. Mit seinem Team will er an den Erfolg anknüpfen und weitere Sukar-Folgen produzieren. Auf jeden Fall, wir versuchen mehr Leute zum Lachen bringen und mehr das Leben in Deutschland auf unserer so Perspektive so zu zeigen, was machen wir und wie ich Deutschland in meinen Augen sehe. Ich habe gelernt, die Deutschen brauchen längere Zeit, aber dann, sie sind nicht so staunen. Darum glaube ich, die Integration wird klappen. Irgendwann. Bye bye. Ich habe mich hier schon mal auf unseren nächsten Beitrag vorbereitet, denn so eine Maske und am besten noch ein richtig aufwendiges Kostüm gehört gerade in Venedig zum guten Ton. Der venezianische Karneval lockt jedes Jahr rund 1,5 Millionen Besucher in die italienische Stadt. Und der Engelsflug ist einer der Höhepunkte. Und von Höhe kann man da wirklich sprechen. Dabei schwebt nämlich eine junge Frau an einem Seil über den Markusplatz. Sie sollte also nicht nur gut aussehen, sondern auch ordentlich schwindelfrei sein. Die malerische Kulisse der Lagunenstadt. Geheimnisvolle Masken und opulente Gewänder. Wenn Venedig Karneval feiert, zieht das Besucher aus der ganzen Welt an. Ein Höhepunkt, auf den Tausende am Markusplatz gespannt warten, der Volo dell'Angelo, der Engelsflug. An einem Stahlseil schwebt die Königin des Karnevals vom fast 100 Meter hohen Glockenturm hinab.
Der Campanile ist ein ganz beeindruckendes Monument und wenn sich aus dieser Höhe hier eine Person herunterstürzt, das ist ganz ergreifend. Und wenn da ein junges Mädchen runterschwebt, mir wird schon schlecht, wenn ich raufschaue. Das ist ganz bezaubernd. That's the idea of Carnival. Genau das ist ja die Idee des Karnevals, dass jeder sich in eine andere Persönlichkeit verwandelt. Drei Stunden vor der Show beginnt die Verwandlung von Irene Rizzi in den Engel. Für die 19-jährige Schülerin geht mit dem Auftritt ein Traum in Erfüllung. Es ist schon ein Jahr her, dass ich ausgewählt worden bin. Seitdem stelle ich mir vor, wie dieser Tag wohl sein wird. Und jetzt ist es soweit. Ich bin sehr aufgeregt. Ich freue mich und hoffe, dass alles gut geht. Damit alles gut geht, trägt Irene Rizzi unter ihrem historischen Kostüm einen modernen Sicherungsgurt. Anders als beim ersten Engelsflug im 16. Jahrhundert. Damals balancierte ein Artist ungesichert auf einem Seil. Kostümdesigner Stefano Nicolaou hat das aktuelle Engelskleid entworfen, im Stil der Renaissance. Dieses Kleid ist inspiriert von Giacomo Franco, einem wichtigen Maler des 17. Jahrhunderts. Ich wollte in diesem Karneval seine Bilder wieder erschaffen, die für die Geschichte Venedigs stehen. Auch die Auswahl des Engels ist von einem historischen Ereignis inspiriert. Beim Marienfest treten 12 junge Venezianerinnen an, gekleidet wie im 14. Jahrhundert. Damals beschenkte der Doge, der Herrscher von Venedig, jedes Jahr 12 arme junge Frauen. Heute gewinnt eine der sogenannten Marien den Titel Königin des Karnevals. Und damit die Engelsrolle im folgenden Jahr. Irene Rizzi siegte 2015. Die Karnevalsbesucher stimmen auch dieses Jahr darüber ab, welche Maria in der historischen Rolle am meisten überzeugt. Wir mussten lernen, wie man sich im 14. Jahrhundert benahm und bewegte, uns quasi in diese Zeit reinversetzen. Wir mussten das ganze Verhalten üben. Die ultimative Herausforderung, anmutig durch die Luft zu schweben. Nach wenigen Minuten landet Irene Rizzi sicher auf dem Markusplatz. Das Publikum feiert seine Königin des Karnevals. Bei Irene Rizzi sinkt langsam der Adrenalinspiegel. Ich habe erst am Ende realisiert, wie ich eigentlich angezogen bin, was ich verkörpere und dass mich alle angucken. Das war sehr bewegend für mich. Es ist eine große Ehre, dass ich das machen durfte. Der Engelsflug. Nicht nur für Irene Rizzi, der Höhepunkt des Karnevals. Jetzt kann die Königin sich unter ihr feierndes Volk mischen. Und wenn sie will, sogar völlig unerkannt. Viele Köche verderben den Brei, das sagt man ja immer so leicht. Dass diese Redensart nicht stimmen muss, beweisen die beiden Belgier Christoph und Stefan Boxi. Die beiden Zwillingsbrüder stehen schon seit mehr als 30 Jahren gemeinsam am Herd und zählen zu den absoluten Spitzenköchen. Also eine Erfolgsgeschichte, die man sich auf der Zunge zergehen lassen sollte. Gebratener Hummer, Jakobsmuscheln mit Thymianbutter, Feinschmeckermenüs von Spitzenköchen direkt nach Hause. Christoph und Stefan Boxi machen das möglich. Sie betreiben Belgiens exklusivsten Catering-Dienst. Seit ihrer Kindheit stehen die beiden Brüder gemeinsam an den Töpfen und ergänzen sich perfekt. Zwei Köche, ein Geschmacksempfinden. Das funktioniert, denn die beiden sind eineiige Zwillinge. Das hier ist eine Hummersoße, die mag ich normalerweise überhaupt nicht. Aber wir bereiten sie auf unsere eigene Weise zu. Sie ist sehr intensiv, sehr pur. Wir mögen keine langweiligen Soßen. Man muss ihr Aroma herausschmecken. Hier entstehen die eigenwilligen Kreationen der Boxi-Zwillinge. In einem kleinen Vorort von Gent, im Norden Belgiens. Die moderne Architektur ihres gläsernen Kochstudios zeigt, hier wird gerne experimentiert. Das hier ist Kerbelwurzel. War vielleicht ein bisschen zu viel Püree? Die Püree? Nein, jetzt ist gut. Heute
Heute probieren die Boxis eine neue Vorspeise aus. Eine Kombination aus getrocknetem Lauch, Kerbelwurzelpüree und Ei. Von jedem neuen Gericht machen sie eine Zeichnung, notieren alle Zutaten aufs Gramm genau. Auch die Arbeitsteilung ist klar. Stefan ist der Kreative, Christoph der Pragmatiker. Er kommt bei der Kreativität seines Bruders oft selbst ins Schwitzen. Ich gehe manchmal auf Veranstaltungen, schaue auf meine Liste und denke, oh je, jetzt bin ich in Schwierigkeiten. Jetzt muss ich erst mal meinen Bruder anrufen. Aber eigentlich kann ich seinen Gedanken immer folgen. Das ist unser natürlicher Vorteil als Zwillinge. Ich weiß als Zwilling eigentlich immer, was du denkst und was du machst. Guess what you're thinking and what you're doing. Für seine Extravaganz kennt man das Zwillingspaar mittlerweile in ganz Belgien. Die beiden haben mehrere Kochbücher geschrieben und sogar eine eigene TV-Show. Mit versteckter Kamera tourten sie 2015 als Restaurantkritiker durch Brüssel und machten das, was sie sowieso am liebsten tun: Essen, plaudern, streiten, essen. Ich will ja keine Namen nennen, aber wenn von 20 Sterne-Restaurants 2 gut sind, dann ist das schon viel. Wir wollen das jetzt aber nicht weiter ausführen, das wird sonst fies. Einer von uns reicht schon, aber 2 vergisst man nicht. Und Zwillinge erst recht nicht. Und dann vor allem, wenn er erst mal anfängt zu reden. Für die Vermarktung ist es perfekt, dass es die Boxis im Doppelpack gibt. 1961 geboren, sind die beiden von Anfang an ein unzertrennliches Team. Auch die Leidenschaft fürs Kochen entdecken sie gemeinsam. Wenn normale Kinder mit Autos, Lego oder Soldaten gespielt haben, haben wir mit Töpfen gespielt. Mit Kochtöpfen im Sand. Ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig. Mutter hatte viel Fantasie. Einer stand immer rechts von ihr, einer links. Wir haben ihr beim Kochen zugeschaut. Mit 21 eröffnen die beiden ihr erstes Restaurant und hätten sich beinahe daran die Finger verbrannt. Zu teuer, zu anders. Die Gäste bleiben in den ersten Jahren fern. Doch die Zwillinge halten zusammen, machen sich gegenseitig Mut, lassen sich nicht beirren. Mit ihren außergewöhnlichen Kreationen erkochen sich die Boxis sogar einen Michelin-Stern. Und von dem Zeitpunkt an haben wir nie mehr Kochbücher gekauft. Nie wieder. Wenn uns jemand ein Kochbuch geschenkt hat, haben wir es weggeworfen. Ich mag Kochbücher nicht. Wir achten auf unseren eigenen Stil. Das Restaurant gibt es schon lange nicht mehr. Mittlerweile konzentrieren sich die Boxis voll und ganz aufs Catering. An diesem Abend ist es eine kleine Veranstaltung. Doch manchmal verköstigen sie bis zu 2000 Leute. Und auch nach mehr als 30 Jahren am Herd sind die beiden immer noch nervös, ob es den Gästen schmeckt. Ja, das ist tatsächlich so. Jedes Mal bist du angespannt. Mein Bruder und ich haben immer versucht, Essen zu machen, bei dem sich die Leute wohlfühlen. Wenn ich an Essen denke, denke ich an Familie und an Spaß. Und nach dem Essen wird abgespült. Da kommen selbst Starköche wie Stefan und Christoph Boxi nicht dran vorbei. Aber gemeinsam ist doch das dann nicht ganz so schlimm. Es ist Karnevalszeit und da sieht man besonders in den Hochburgen so einige Verkleidungen. Zum Beispiel auch Geister und Gespenster. Echte gibt's ja eh nicht. Das dachte auch meine Kollegin Maike Krüger. Bis jetzt. Nach ihrem Trip ins berühmteste Spukschloss Englands ist sie sich da gar nicht mehr so sicher. Chillingham Castle liegt im Nordosten des Landes und dort wurde jahrhundertelang gefoltert, gelünscht und sogar gemordet. Wer richtig mutig ist, der kann heute in dem 800 Jahre alten Gemäuer übernachten. Maike hat es gewagt, aber es gab einen Moment, da hat sie es doch ein bisschen bereut. Ein Geist nimmt Kontakt auf. Zeitsprung. Ankunft in Chillingham Castle. Schon von außen sieht das Schloss beeindruckend aus. Vor 800 Jahren wurde es als Bastion gegen die Schotten gebaut, war Schauplatz blutiger Auseinandersetzungen. Wenn man an Geister glaubt, dann scheint das hier auf jeden Fall der perfekte Ort zu sein,
um sie auch wirklich zu finden. Mal sehen, was uns heute hier passieren wird. Denn es ist eines der berühmtesten Spukschlösser Englands. Gruselfans aus aller Welt kommen hierher, um etwas zu erleben. Heute scheint allerdings niemand hier zu sein. Einsam ist es. Ein Hausmeister mit seiner Familie wohnt hier und natürlich der Schlossherr selbst. Jahrzehntelang stand Chillingham Castle leer, bis es der heutige Besitzer vor 35 Jahren übernahm und einige Zimmer an Touristen vermietete. Meine erste Entdeckungstour. Überall riecht es modrig, überall hängen oder stehen verstaubte Antiquitäten herum. Wer sich hier nicht gruselt, den kann wohl gar nichts mehr erschüttern. Eigentlich ist es hier sehr, sehr leise, aber irgendwas hört man immer. Zum Beispiel dieses merkwürdige Knarzen. Da gehe ich jetzt mal hin. Und dann bewegt sich auch noch eine Tür wie von Geisterhand. Aber ist das wirklich ein Gespenst? Genau, weiß ich es nicht. Aber es scheint nur der Wind zu sein. Hoffentlich. Nirgendwo eine Menschenseele. Nur die Frau des Hausmeisters spukt hier herum. Draußen brennt wirklich überhaupt kein Licht. Das macht's nicht besser. Also es ist wirklich sehr, sehr unheimlich. Und zu allem Überfluss habe ich spätabends auch noch eine Gespenstertour mit einem erfahrenen Geisterjäger gebucht. 19 andere Teilnehmer auch, aber keiner schläft später im Schloss. Warum haben Sie denn die Geistertour gebucht? Um etwas mit Freunden zu unternehmen und auch um Geister zu sehen. Glauben Sie an Geister? Ja. Ich nicht. Das ist doch, um was zum Lachen zu haben. Und Sie sind gar nicht ängstlich? Nein. Die haben alle gut lachen. Die fahren später auch alle schön nach Hause. Graham Burney führt uns jetzt zuerst nach draußen in den Wald. Verbrecher, Verräter und völlig Unschuldige wurden hier an den Bäumen aufgehängt. In den Ästen, so Graham, sollen immer wieder Geister erscheinen. Trotzdem ist die Stimmung noch ausgelassen. Dann geht es in den Folterkeller. Hier ist eine Menge Blut geflossen. Und der schlimmste Foltermeister von allen, John Sage, soll noch immer in Chillingham Castle herumspuken. Ein Geist ist nicht an einen Raum gebunden. Und wenn zum Beispiel der Geist des Foltermeisters hier von jemandem fasziniert ist, dann folgt er ihm überall hin. Das ist es ja, was wir den Gästen immer sagen. Hier spukt es überall, nicht nur in einem Raum. Der Geist folgt einem überall hin, egal wo man sich befindet. Sogar bis in die Gäste-Apartments. Schluck. Jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Im King's Room und auch später in der Great Hall sollen uns die Geister jetzt erscheinen und sogar anfassen. Und deswegen macht Graham das Licht aus. Er warnt uns, die Geister können sogar beißen und kratzen. Manche Teilnehmer hören in der Dunkelheit jetzt Stimmen, klopfen und fühlen Berührungen. Angst und Anspannung haben bei einigen Spuren hinterlassen. Die Geistertour endet nach Mitternacht in der Minstrels Hall. Aber der Spuk ist damit noch lange nicht vorbei. Ich habe gefühlt, wie mich jemand ganz sachte hinter dem Ohr gestreichelt hat. Aber ich war überhaupt nicht ängstlich. So eine unglaubliche Erfahrung. Ich habe etwas in der Great Hall gehört aus einer Ecke. Da war so ein Knurren. Ich habe jetzt nichts gespürt. Ich spüre jetzt eigentlich nur noch, dass ich furchtbar müde bin. Aber an Schlaf ist nicht zu denken. Nicht eine Sekunde komme ich zur Ruhe. Geisterglaube ist offenbar ansteckend. Am nächsten Tag will ich es noch mal wissen und gehe mit Graham wieder in die fensterlose Kapelle. Licht aus. Und tatsächlich, direkt neben mir höre ich, wie jemand Steine wirft. Das kleine Geistermädchen, was da offensichtlich spukt, hat in dem Moment dreimal einen Stein geworfen, sagt Graham. Und er sagte, das wäre ein eindeutiges Zeichen. Dafür, dass mir tatsächlich ein Geist begegnet ist. Ob das stimmt? Keine Ahnung. Dieser Urlaub war jedenfalls sehr viel gruseliger, als ich es jemals für möglich gehalten hätte.
Sie war auch ein bisschen blass um die Nase heute. Wir geistern in der nächsten Folge wieder für Sie durch ganz Europa. Das sollten Sie nicht verpassen. Und bis dahin können Sie noch ein bisschen auf unserer Internetseite rumspuken. Auf dw.com/Euromax. Da gibt es immer jede Menge Themen aus der Sendung. Wir sehen uns. Bis dahin. Machen Sie es gut. Tschüss.